Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2 für die Nintendo Switch. Ja, wir haben uns jetzt einen kleinen Weg erkämpft, beziehungsweise erschlichen und versuchen jetzt hier weiterzukommen. Denk daran, dein Mikrofon durch Wände hören zu können. Ja, wen schleppt sie denn da an? Bin ich ganz film. Ist ein Loch. Mal durchgehen. We must rise to face the beast. There's no innocence among the outsiders in our midst. Give them the knife, the club, the fist, if it's all you got. God rejoices in the spilling of wicked blood. Look at. Oh. Lauf! Oh, lauf doch! Lauf! Er läuft nicht. Oh nein! Shit! Oh, das war ein schlechtes Versteck. Das war ein schlechtes Versteck. Okay, komm. Hier durch. Die verstehen auch keinen Spaß, ne? Ich meine, die hauen ja sofort tot. Was ja uncool ist. Ich lebe ja ganz gerne, deswegen. Thank you.
falsche Weg hier, oder? Hier geht's nicht weiter. In die Richtung da würde ich sagen. Ich kann auch hier durchgehen. Okay. Noch einer. Jetzt sind zu zweit schon da. Cool. Einen anderen Weg geben. Welchen? Komm hier nicht raus. Eieiei. Weiß ich, wo ich hin soll? Ich hab nur Angst, erwischt zu werden. Hab ich gesehen, dass ich reingehüpft bin? Hoffe nicht.
Aber wo soll ich denn hin? Steht immer noch der Mann als Wache da. Shit. Da komme ich also nicht durch. Muss es ja einen Weg hier außen rum geben, wie man da reinkommt. Das ist eine komische Hütte. Die ich aber nicht rein kann. Rum. Hier ist alles verbarrikadiert. Da kann ich gleich drüber. Okay. Hilfe! Oh. Was ist er denn? Gruselige Halunke. Oh. Krieg ihn denn weg? Kann ich nur drum rumschleichen. Kann die mich noch sehen da? Ich versuche mich an ihm vorbeizuschleichen. Der Typ. Mal an dem vorbeikommen hier? Der sieht mich doch sofort, wenn ich hier vorbeischleife. Mal was versuchen. In die Hütte gehe ich noch nicht rein. Ich gehe erstmal hier außen rum. Liebe Judith, ich war nie gut drin, meine Gefühle in Wörter zu fassen. Wie du als meine Gräfin nach all den Jahren weißt und ich hoffe, ich schreibe, was für ein Mann schwer zu sagen ist. Ich kann deine Wut und deine Sehnsucht spüren, wie wir Sarah getötet haben. Papa und Gott haben es so gewollt und du kannst mir nicht böse bleiben. Sonst muss ich streng mit dir sein. Liebe Frau Amplifus, dein Mann Markus. Hey, hey, hey. Ein Analphabet, würde ich sagen. Sitzt einer. Lass mich mal ganz gut da sitzen. Die Tür wird wahrscheinlich verriegelt sein. Maybe there's a way through the barn. Klar gibt's einen Weg durch die Scheune. Müssen wir nur den gruseligen Hai-Opai vorbei. Okay.
Okay, wie machen wir das? Wie kommen wir daran vorbei? Der sieht mich doch sofort, oder nicht? Oder sind sie so halb blind? Im Dunkeln längs schleiche, sieht er mich vielleicht nicht? Okay, die sind wirklich halb blind. Guck mal an, wie gruselig die aussehen. Ein griescremiger alter Opa. Das ist die Scheune. Das ist aber viel Licht, ne? Hab ich die aufbekommen, ohne dass er mich sieht? Oh, ich schon, ne? Gruselige böse Männer. Gruselige böse Männer. Wo ist er? Abgehauen? Okay, der Wagen muss eingeschoben werden. Zu mir. Dreh dich nicht hier hin. Einfach weiter. Hier ist gar keiner. Okay, so weit, so schlecht. Dann geht's weiter. Kerze, fragt man sich, ne? Drei weitere wurden heute in den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Fluorid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knut in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Okay.
Ach man, du Angst, dass ich durch die Decke breche wieder irgendwo. Kann ich nicht aufmachen. Hm. Wie geht's denn weiter? Hier geht's auch nicht weiter. Es muss ja hier weitergehen. Ich muss übersehen. Was habe ich übersehen? Ach, hier ist eine Kette, okay. Fucking Christ. Was ist denn hier passiert, ey? Schönes anderes, ne? Schönes anderes. So, jetzt balancieren wir uns mal ein bisschen. Ah nein, Scheiße, in die Angeweide. Schon eklig, ne? Ist schon ein bisschen eklig. So, da sind wir schon entkommen. Ich hoffe, es hat euch gegruselt. Mich auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar, ja, in der nächsten Folge, ne? Bis dahin. Tschüss.